Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder Heinz mit einer neuen Folge der Order 1886. Ja meine Lieben, ich hoffe mal, dass jetzt alles so klappt. Ich habe mir nämlich eine PlayStation 4 Pro zugelegt, ne? Weil PS5, das ist, wie gesagt, die überteuerten Modelle, habe ich keine Lust zu kaufen und... Ich hab's dem so gemacht, aber das Dumme ist ja, oh, das nützt mir nichts, weil ich habe immer noch keine Aufnahmekarte gefunden, die wenigstens 2K macht. Also 2560 mal 1440 zum Aufnehmen kann man eh bloß mit 1080p, aber dann mal Linux. Ja, weil ich ja dachte, dann kann man ein bisschen tricksen, wenn es das dann durchschleift. Aber nein, die Regeln ab. Aber naja, mal sehen, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder diesbezüglich oder mit der PS5. Aber das nützt mir dann auch nichts, wenn ich keine Karte habe, die da richtig aufnehme. Und weil intern immer mit der Share-Taste, man kommt immer auf den Knopf, wenn es nie... dann werden die Videos aber auch nicht so besonders, ich weiß auch nicht. Also... Naja, wir versuchen mal. So, nehmen wir einen Schluck Kaffee. Wir machen hier mal fortfahren. Wir müssen ja diesen Likorno. Ah, hab ich mal geguckt bei dem anderen. Ich bin blöd. Muss man R2L2 weiter drücken. Oh. Das halt wird es verletzt und der ist noch Blut aus. Kriegst du das Heinz drauf? Ist eben der Experte. So, los geht's. Ich versuche es irgendwie aufzubrechen. Ich räume den Schutt hier weg. In Ordnung. Na los! Ah, wieder nicht. Oh Gott, was war denn jetzt? Scheiße! Oh, Leute, was ist denn das, Mensch? Scheiße, zu lange gewartet. Mal machen. Was muss ich jetzt machen? Da. Hey, steh auf! Was soll ich? Wir müssen jetzt nochmal machen, weil wir nicht aufstehen. Ah, wieder falsch gedrückt, Mensch. Ah.
Alter, ich raff's nie, ehrlich nie. Da hast du Dinge, die sind zu Eva und dann kommst du mal an Stellen, das ist da einfach. Jetzt hat's gespeichert. Oh. Alles nicht so einfach, du. Nicht so einfach. Komm schon, Lizzie. Komm schon, Lizzie. Trink. Ist das immer so aufregend? Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich, gemeinsam. Etwas Besseres. Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Nein. Die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist das? Mhm. Psychiatrie. Was haben die Rebellen vor? Liebes. Was müssen wir jetzt machen? Durchsuche des Rebellen versteckt. Ah, warte mal, jetzt muss ich erst wieder. Alte L2 gedrückte Minute R, um Details anzusehen. Naja, wir gehen jetzt erstmal gucken. Ja, mal sehen. Wir finden. Was können die Rebellen hier planen? Gute Frage. Ein Foto von Lord Hastings. August 1858. Nicht hier. Ich bin richtig fit, schon mal mit die kämpfen, das ist immer. Dann will ja auch nicht 50.000 Folgen dann machen. Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Aha. Das ist ja unter dem Raum. Was ist denn hier? Alter! Wer liegt denn hier? Oh Gott.
Na, wenn wir hier reingehen, da passiert dort gleich was, ja? Gut, wie ging das jetzt nochmal? L2. Halte L2 gedrückt, um den Laufzylinder anzutreiben und den Schließzylinder rein. Warte mal, halte L2 gedrückt und rotiere R langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Drücke dann R2. Ach ja, hier war das. So war das, so du. Oh Gott. Erstmal umgucken, ob hier noch einer in der Ecke sitzt, ja, weil da weißt du ja nie. Vereintes Indien-Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Percival, melde dich. Ja, was haben wir hier? Aha, die Anarchisten. So, hol ich Krähen und verlasse das Krankenhaus. So, halt, was hier blinkt, da auch noch was? Wollen wir noch eine Walze mitnehmen? Nicht die ganze Nacht. Ne, wir hören uns das jetzt nie an. Oder wollt ihr das alles hören? Da kommen wir ja nie. Ja, was haben wir hier? Ohne Irreführung. Jetzt können wir noch rennen. Ja. Craig. Komm, Easy. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Wie lange war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Hast du gesteckt? No. Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was geht? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Oh. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Easy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Ja. Aber zuerst bräuchtest du Fantasie. Haben wir noch... Oh, ja. So. Ach so. Ich dachte, ich muss schon mit arbeiten. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nicola, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Aha. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Aha. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nicola. Und die andere Waffe?
Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nicola. Possible. Für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Sentinel 5. Kapitel 5. Ach, wir sind an Bord. Hebt ab. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Okay, das machen wir jetzt. Ich rein! Lafayette! Was dringe in die Agamemnon ein? Mit L kannst du herabsteigen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Mit R kannst du dich umgehen? Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Geben Sie schon auf, Marquis? In Position! Bin hinter dir! Na los! Drücke X zum Abseilen. Weiter oder bringen? Achso! Ich sehe aber gar nichts, wir drücken nochmal X. Aber in luftlicher Höhe, du. Ohne Seil, du. Ach, du liebe Güte. Hier lang. Hier lang? Aha, na dann. Muss ich jetzt laufen oder was? Ach so. Schnell! Nach drin! Aha, jetzt geht er wieder alleine. Gut. Oh. Verstaut die Ausrüstung. Lafayette und Galahad, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz, Monsieur? Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit, zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, das hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Nicht vergessen, Tarnmodus. So, meine Lieben, die Brücke erobern und dann in der nächsten Folge. Nicht mit ein bisschen Spannung, nicht alles auf einmal verschießen. Ja, meine Lieben, ja, haben wir ja das hingekriegt mit dem nicht mit Likörner dort. Oh Gott. Ach ja.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpasst, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.